Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute zeige ich euch den Sommerlook 2016. Also seid gespannt und bleibt dran! Beim Sommerlook 2016 geht es vor allen Dingen darum, frisch auszusehen, einen gesunden Glow zu haben. Und eigentlich braucht man nur drei Dinge dafür und das sind ein Mascara, ein Lippenstift und ein Highlighter. Als erstes habe ich natürlich wie immer eine Grundierung gemacht, habe unter meinen Augen einen Concealer verwendet und als Finish ein Puder. Wenn ihr euren Blick noch ein bisschen ausdrucksstärker machen möchtet, empfehle ich euch einen weißen Stift. Ich habe hier den Art Deco Soft Eyeliner Waterproof in der Farbe 98. Und den gebe ich praktisch hier innen auf meine Wasserlinie. Und somit ist mein Blick etwas offener und mein Auge wirkt größer. Als nächstes verwende ich ein Highlighting Powder. Und zwar dieses hier von Catrice. Das ist das Prime and Fine Highlighting Powder in der Nummer 010 Fairy Dust. Dann nehme ich ganz einfach einen Rougepinsel, gehe in die Farbe hinein und verteile das Ganze auf meinem Wangenknochen. Als nächstes nehme ich mit demselben Pinsel, also mit dem Rougepinsel, ein bisschen von diesem Defining Blush, der ist von Catrice in der Farbe 040 Think Pink. Und da gehe ich einfach über den Highlighter drüber. Als nächstes verwende ich den Highlighter Soft and Gentle von MAC und gehe praktisch wieder mit meinem Rougepinsel hier rein und streiche hier oben drüber ein bisschen von dem Highlighter drauf. Wer möchte, kann auch diesen Highlighter gleichzeitig unter die Brauen geben oder auch als Lidschatten verwenden. Ich habe den Highlighter einfach gleichzeitig noch als Lidschatten verwendet und bin einfach mit dem Pinsel auf mein bewegliches Lid gegangen. Als nächstes verwende ich einen Mascara. Und zwar nehme ich den Volume Million Lashes Sur Couture. Und der hat so ein Bürstchen, um die Wimpern wirklich perfekt zu trennen. Damit tusche ich dann zwei, dreimal darüber, so dass man wirklich einen schönen Augenaufschlag bekommt. Da es im Sommer sehr warm werden kann, empfehle ich euch von Clarins den Double Fix Mascara. Den gebe ich einfach hier drüber und dieser fixiert praktisch den Mascara auf den Wimpern, sodass nichts verschmieren kann. Um den Sommerlook 2016 perfekt zu machen, kommen wir nun zu den Lippen. Und dazu nehme ich als erstes einen Konturenstift und zwar diesen Smart Lip Pencil von Kiko. Der ist in so einem schönen Rotton und es ist die 706. Mit diesem male ich dann zuerst meine Kontur. Und so sieht die fertige Lippenkontur aus. Wenn ihr die Lippenkontur fertig habt, geht ihr dann einfach mit einem Lippenstift drüber. Ich habe hier den Lippenstift von Chanel in der Farbe Bohème Nummer 91. Und das ist auch eine ziemlich leichte Textur, also nicht zu stark deckend, sondern eher so glossartig. Und das finde ich immer ganz schön im Sommer, wenn man so einen leichten Schimmer hat. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Wer jetzt lieber Pink oder einen dunkleren Rotton bevorzugt, dem empfehle ich folgende Produkte. Und zwar einmal diesen Kiss and Blush Baby Doll von Yves Saint Laurent in der Farbe 1. Der ist halt ein bisschen matter und wunderschön pink. Oder ein richtig schönes Kirschrot. Da habe ich den Rouge Pour Couture von Yves Saint Laurent in der Nummer 57. Oder für die Damen, die es immer ganz eilig haben und die auch einen Lippenstift für zwischendurch suchen, da empfehle ich den Chubby Stick von Clinique in der Farbe 03. Mightiest Maraschino. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Sommerlook 2016 gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert
Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer 2016 und sage Tschüss und bis bald. Tschüss.